Szene 1, 4, Take 2. Und Set? Action! Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Into the night, when down, we're beautiful like diamonds in the sky. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ton läuft, ja? Ja. Okay, klappt. Action! Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nicht, nicht, nicht. Kein Problem. Alles gut. Hi, hallo. Hi. Hey. Oh. Hallo. Oh. Hallo. Yes. Hey, wie geht's? Gut. Und dir? Gut. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Oh. Hallo. Hey. Hallo. Oh. Hallo. 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 Hey. Oh. Hi. Oh, küss deinen Verstand, du bist ein Verkugel. Wo ist Vitti? Nicht da. Nicht da? Hey, was ist los? Wo ist Paul? Der kommt noch. Und was tut der hier? Er ist schon okay. Frag nicht so blöd. Frag nicht so blöd. Was soll das heißen? Frag nicht so blöd. Nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, Jenny. Dominique, Gentlemen, wir fangen jetzt an. Wir müssen uns erklären und wir halten uns an das Wichtigste. Einverstehen? Ah, und bevor ich vergesse, jeder, der etwas sagt, stellt sich bitte vor. Weil wir von uns kennen sich nicht. Und ich persönlich habe keine Lust auf scheiße Namensschilder. Ich bin Primus und Toni. Man nennt mich den langen Sony. Ein paar kennen mich als Mikai Gaga. Ein paar kennen mich als Joey Bong Bong. Aber egal, es ist schon so viele Geschichten zu sehen. Ich sehe Joey Baltasari, Frankie Cello. Aber wo ist der Kopf unserer anderen New York Family? Ich sehe nur seinen Freund Jelly und so einen Pizza, den niemand kennt. Ja, also es ist so, Mr. Vitti ist Verhinderung und er entschuldigt sich für seine Verhinderung. Verhindert? Was für ein Scheiß. Das ist hier respektlos von ihm. Ja, nein, ich weiß auch nicht. Ich meine, was es ist so, es geht ihm nicht so und auswerden. Geht's ihm nicht gut. Jelly, wir sprechen nicht öffentlich über Mr. Wittis Gesundheit. Alles klar, seht dich schön. Oder willst du noch eine zweite? Hey, was ist los? Wer ist der Kerl und warum ist er hier? Okay, wer ich bin? Gut, wer bin ich? Wer bin ich, ist eine Altfrage. Wir alle wollen die wissen. Wer ist da drin? Mein Name ist Ben Sobel-Leone. Ben Sobel-Leone. Einige kennen mich noch als Benny die Nudel, Sammy die Zinge, Elmar der Fut, Tobi die Tube. Meine Freunde kennen mich auch als der verstandene Doktor. Die zweite Frage, warum ich bin hier? Ich bin hier für Paul Vitti als sein Konsigliere. Konsigliere. Korrigiert mich da
mich die wieder verstanden. Was ist los? Oh, du brichst mir das Herz, gell, du brichst mir das Herz. Verzeihung, alles Mr. Wittis Consigliere, weiß ich 100% alles über die Wittig-Familie. Wir können über alles reden, badabing, badabum, badabub. Hey Doktor, hören Sie auf mit diesem Scheiß. Es gibt diese Sache zwischen mir und Paul Wittig. Welche Sache? Die erste oder die zweite? Welche zweite Sache? Ich weiß nur von einem. Hey, wie können wir über die erste Sache reden? Wenn wir nicht auch über die zweite Sache reden, gut, was sagt der Kerl? Welcher Kerl? Der Kerl mit der Sache. Welche Sache? Verflucht, was soll der Scheiß? Das ist doch Ihr Thema. Da liegt auch schön das Problem. Siehst du das? Seht ihr, was hier passiert? Ihr könnt auch mit sowas nicht unterhalten? Nein, auch nein. Was hältst du davon, wenn ich dir deine verfluchte Birne durchschlöchere? Keine Ahnung, das klingt sehr hart. Was halten Sie davon? Das werde ich dir sagen. Ich halte es für eine tolle Idee. Warum soll ich das sowas sonst verschlagen? Keine Ahnung, wieso wohl? Ganz genau, ich würde es nicht machen. Oh, seht mal, was hier geschieht. Sie sind so uncool. Müssen Sie wütend werden, damit man ihr zuhört? Wovon redet dieser Mann? Ich weiß nicht, aber du wirst wirklich schnell wütend. Das sehe ich auch so. Ich spreche über Witty. Warum sprechen wir jetzt über mich? Oh, das ist auch interessant. Hey, ist Ihre Person für deine Diskussion so unwichtig? Was soll das heißen? Na, was glauben Sie? Leck mich doch! Primo, reg dich bitte ab. Wie denn, wenn dieser Pisser so fragt? Reichen Sie mir das Obst. Du bist ein Tutter, Mann. We'll be right back.